Ihr habt wohl gedacht, ich hab's vergessen, aber naja, wir wollten ja noch die guten Original noch, also eigentlich bin ich nicht ihr, beruhiger Kerzchen testen und dann wartet noch eine schöne Rätselaufgabe, wo wir eigentlich hinterherhängen. Aber sei es wie es sei, verzeiht, wenn ich sagen muss, es ist einer der schönsten und schlimmsten Kalender zugleich. Gut, dann wollen wir mal gucken, was die Originalen uns so versprechen. Sie riechen auf jeden Fall schon mal besser, das merke ich. Die anderen, die rochen ein bisschen noch. So, naja, so. Wie soll ich riechen sollen? Gut. Ja, oh. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten. Die Nummer 6. Ja, erinnert sich noch beim letzten Mal, Snow war's. Okay. Wir haben ein Kreuz oder ein Plus. Und wieder ein Dreieck. Oh, schön. Und wer weiß, oh nein, das sieht alles wieder chaotisch aus. Eine chaotisch. Hier ist eine Scheibe zerbrochen, da ist die 6, das ist eine Drechslerbank. Und da ist irgendein... Oh Gott, könnt ihr das sehen? Ja, ihr könnt das wunderbar sehen wahrscheinlich. Oh je, meine. Jedenfalls ist hier am Rand was abgebildet, was ich da nicht definieren kann. So, das hier ist wohl die Blechwerkstatt. Da, schau an, die haben hier sogar so niedliche Aufziehvögel hergestellt. Da gehe ich mal näher ran und sehe mir das Poster genauer an, aber vorsichtig, auf dem Boden liegen Glasscherben. Und da fällt mir auf Anhieb gleich ein, was wir hier haben. Wir hatten nämlich beim letzten Mal einiges, das ist ja in meinem kleinen Beutelchen, an verschiedenen Utensilien. Und ich nehme mal an, dass das jetzt eine Art Puzzle werden soll. Moment. Also nur so zur Info, ich habe jetzt hier diese Teile. Und hier drin ist nur diese Abbildung, das könnt ihr gerade schlecht sehen, aber sie existiert. Und das sind halt die Glasscherben davon, was anderes wüsste ich jetzt nicht. Jetzt muss ich dieses Puzzle irgendwie zusammensetzen. Aber irgendwie gestaltet es auch nicht gerade als besser. So, das Puzzlestück habe ich jetzt zusammengesetzt, wie es ungefähr sein müsste. Hier in diesem kleinen Räumchen, was ihr gerade so gut sehen könnt, bestimmt. Aber irgendwie... bin ich wieder auf dem Schlauch. Ja, das Räucherkerzen ist übrigens schon wieder alle aufgebraucht. Irgendwie sind die auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay. Jetzt ist es auch farblich übereinstimmt. Oh wei, eine halbe Stunde später. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Scherben zählen. Gute Nachrichten, Freunde, mit meiner magischen Lupe habe ich jetzt herausgefunden, dass das zwar richtig ist, aber ich das Ganze noch ein bisschen drehen muss. Das ist natürlich logisch. Und wenn man das macht, seht ihr, was dabei rauskommt? Das, ja, ich auch nicht. Das soll eine Katze sein. Eine Scherbenkatze. Fantastisch. Absolut fantastisch, majestätisch. Oh Gott. Und das soll jetzt angeblich aber noch schwerere Rätsel geben. Und hier sehen wir zwei Katzen. Demnach müsste das ja die 7 sein. Oh, Freunde. Der Pechkekskalender war lame, aber das hier... Dann müsste es jetzt die 7 sein. Es ist die 7 und es sieht auf jeden Fall schon mal jetzt extrem gut aus. Oh Gott. Dieser Kalender ist echt der Wucht. Eieiei. Wenn man den lösen will oder den macht, dann kommt man sich selbst so richtig schön blöd vor. Also richtig. Also vergesst irgendwelche IQ-Tests. Das ist ja der ultimative IQ-Test. Das müsstest du wirklich jeden Mal machen lassen irgendwie. Ich habe auf jeden Fall ein schönes Geschenk für meine Schwester nächstes Jahr. Dann danke fürs Zuschauen und dann danke fürs Aushalten und ciao.